Okay, los. Das Mädchen, was so blöd für ihre Muttersprache war, saß allein zu Hause den Tränen nah, suchte vergebens einen Ort zum Lesen, um mit ihrer Sprache ohne Krieg zu leben. Der Vater rief, ey, lass mich in Ruhe, ich hör dir sowieso nicht zu und lass mich die Sportschau sehen. Die Mutter sprach, mein liebes Kind, was willst du mit nem Buch? Mach doch lieber einen Kochkurs. Das Mädchen, das zu blöd für ihre Muttersprache war, saß allein zu Hause den Tränen nah, suchte vergebens einen Ort zum Lesen, um mit ihrer Sprache ohne Krieg zu leben. Freundin rief, ey Alte, komm mal klar auf dein Leben, kannst mich mal Zigarette geben. Der Freund sprach nur, mein Schatzi, ich hab dich zwar sehr lieb, aber bitte gib doch mal Frieden. Kevin, du weißt, was er eigentlich sagte. Also an dieser Stelle brauche ich kurz Publikumsbeteiligung. Also ihr kennt ja alle den Text. Für die, die nichts können, halt's Maul, wie soll ich ficken, wenn du liest? Ihr müsst das gleich mit mir so laut brüllen, wie ihr könnt. Es tut mir leid, ihr müsst alle mitmachen. Auf drei. Eins, zwei. Halt's Maul, wie soll ich ficken, wenn du liest? Da fehlte die drei. Das Mädchen, das zu blöd für ihre Muttersprache war, saß allein zu Hause den Tränen nah, suchte vergebens einen Ort zum Lesen, um mit ihrer Sprache ohne Krieg zu leben.